Oh Himmel, war das eine schwere Geburt. Ich meine, du musst ja hübsch aussehen an deinem großen Tag. Man heiratet nur einmal, oder? Ja, na hoffentlich. Nee, das Kleid steht dir perfekt. Mensch, da muss ich mir ja auch noch ein Kleid suchen für eure Hochzeit. Ach du, eigentlich habe ich mir gedacht, dass die Trauzeuginnen alle das gleiche Kleid tragen bei mir. Ich habe mir ein pinkfarbenes Kleid ausgesucht. Oh nee. Passend zu meinem Brautstrauß. Pink ist nicht dein Ernst, oder? Reingelegt, das hast du nicht im Ernst geglaubt, oder? Doch, habe ich. Sei du mal froh, dass ich heute dabei war. Wer weiß, wie du sonst aussehen würdest. Vielleicht apfelgrün. Jetzt hör mal auf. Oder braun. Oh Gott, was ist das denn? Nicht gesehen. Bist du verletzt? Nein. Ruf doch mal einen Notarzt. Nein, bitte keinen Arzt. Ja, aber du brauchst einen Arzt. Guck mal, du bist verletzt. Das ist gar nicht mein Blut. Hallo, wir brauchen unbedingt einen Arzt. Wir brauchen Nein, bitte keinen Arzt. Hey. Bitte keinen Arzt. Ja. Hallo, es hat sich erledigt. Entschuldigung, wiederhören. Ich bin Alex und wer bist du? Mila. Mila, wenn das Blut nicht von dir ist, von wem ist es dann? Meiner Mutter. Sie ist tot. Was? Was ist denn passiert? Ich habe sie geschubst. Und dann ist sie die Treppe runtergefallen. Dann hat sie sich nicht mehr bewegt. Und was hast du dann gemacht? Ich bin weggerannt. Ich hab sie umgebracht. Jetzt bleib erst mal ganz ruhig. Wir fahren jetzt zu dir nach Hause und dann sehen wir nach deiner Mutter, ja? Wo wohnst du denn? Herzogstraße 1. Bist du von da aus hierher gelaufen? Ja. Okay, setz dich schon mal ins Auto, ja? Das ist in der Südstadt. Dann ist sie bestimmt eine Stunde gegangen. Aber glaubst du ihr denn? Die war doch voll durch den Wind. Vielleicht nimmt sie Drogen oder so etwas. Nee, das Mädchen steht unter Schock. Also irgendwas ist da passiert. Okay, dann fahr du sie am besten heim und ich nehme mir ein Taxi. Du kannst mir das Kleid ja später vorbeibringen. Okay, danke, Lisa. Alles Gute. Hast du die Tür offen stehen lassen? Keine Ahnung. Ich bin einfach raus. Okay, dann warte mal kurz hier. Ich gehe erst mal alleine rein, ja? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Mila, hier ist niemand. Aber sie lag genau hier. Ja, aber das ist doch ein gutes Zeichen. Dann lebt deine Mutter. Vielleicht ist sie ja hochgegangen, hat sich hingelegt. Kannst du mal gucken? Mama? 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 Hier oben ist sie auch nicht. Sie lag genau hier, hat sich nicht mehr bewegt, hat am Kopf geblutet. Mama, bitte sag doch was. Mama. Sag mal, Mila, kann es sein, dass du dir da irgendwas eingebildet hast? Nein, sie lag genau hier. Vielleicht ist deine Mutter ja zum Arzt gegangen und sucht dich jetzt. Kannst du sie mal anrufen? Ihr Handy ist hier und ihre ganzen Sachen. Was denn jetzt? Wir rufen jetzt deinen Vater an. Besetzt. Der ist auf Geschäftsreise. Okay.
Dann probieren wir es gleich nochmal. Jetzt erzähl mir erstmal, was ganz genau passiert ist. Ich habe mich mit meiner Mutter gestritten. Sie hat mich und meinen Freund belauscht. Es hat hier alles einfach keinen Sinn mehr. Ich packe jetzt die Sachen und wir hauen einfach ab. Ach, lass es uns doch wenigstens versuchen. Wir sagen es dir zusammen, okay? Du verstehst es nicht. Meine Mutter, die rastet komplett aus. Aha. Wieso raste ich aus? Soll ich es dir sagen? Ich bin schwanger, Mama. Was? Du bist 15, Kind. Aber Frau Schmidt, ich kann für das Kind sorgen. Und du wirst hier gar nichts mehr. Lass ihn los. Und dann ist sie da runtergefallen. Nein, sie hat Julian vor die Tür gesetzt und mir Hausarrest gegeben. Aua! Mama! Ich lass mich nicht einsperren! Tausendmal habe ich dir angeboten, mit dir zum Frauenarzt zu gehen. Mein Gott, warum hast du nicht verhütet? Wenn das dein Vater erfährt. Ist doch eh alles scheißegal, ich hasse euch! Oh Gott. Mama! Mama! Bitte sag doch was. Ich war sicher, dass sie tot ist. Mila, pass auf. Ich arbeite bei der Kripo, jetzt mach dir keine Sorgen. Ich rufe meine Kollegen an, die sollen mal alle Krankenhäuser abchecken. Wenn deine Mutter dort ist, dann finden wir sie auch. Okay? Herr Schmidt, Sie sollten so schnell es geht nach Hause fahren. Natürlich, meine Kollegin ist bei ihr. Alles klar. Gut, wiederhören. Ja gut, da kann man nichts machen. Trotzdem vielen Dank, ja? Wiederhören. Also, der Vater ist in einer Stunde zurück. Weiß allerdings auch nicht, wo seine Frau steckt. Alex, ist ja gut und schön, dass du der Tochter glaubst, aber wir haben nun mal keine Leiche. Ja, ich bin die Krankenhäuser durch. Das auch nicht. Hör doch mal kurz zu. Robert sagt, gerade im Krankenhaus ist sie auch nicht. Mann, die ist bestimmt nicht schwer verletzt. Die sitzt wahrscheinlich bei irgendeiner Freundin auf dem Sofa und schüttet ihr Herz aus. Ich meine, hat sie gerade erfahren, dass ihre 15-jährige Tochter schwanger ist. Alex. Michael, ich mache den Job schon seit Jahren und mein Gefühl sagt mir, dass hier was nicht stimmt. Naja, wenn Ihr Gefühl das sagt. Die Frau stürzt die Treppe runter, ist bewusstlos und verletzt und dann verschwindet die einfach so zum Kaffeeklatsch ohne Handy und Handtasche. Lässt auch noch die Haustür offen stehen. Nee, außerdem sind hier Blutspritzer. Michael, ich will wissen, was hier passiert ist. Ja, ist ja gut. Was hast du denn vor? Schick mir mal einen Kollegen von der Spurensicherung. Und wenn der nichts findet, dann gebe ich auf, okay? Okay. Ich schicke dir Robert sogar mit zwei Kollegen. Aber dann gibst du Ruhe, okay? Ja, danke. Tschö. Dein Vater wird jeden Moment hier sein. Aber bitte erzählen Sie ihm nichts von dem Kind. Okay. Alex, kommst du mal bitte? Ja, klar. Ich muss dir da mal was zeigen. Schau mal hier. Hier geht's weiter. Das war alles Blut? Ja, und bei der Blutmenge kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemand überlebt hat. Also hier ist auch Blut. Zwar wenig, aber passt zu einer ganz normalen Kopfverletzung. Aber wir haben null Blutspuren bis zur Küche gefunden. Gar keine. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Ist vielleicht ein Zufall, aber hier fehlt ein Messer. Du glaubst, die Frau ist hier erstochen worden? Was ist, wenn das Mädchen gelogen hat? Und die Mutter nicht nur geschubst hat. Du glaubst, sie hat ihre eigene Mutter erstochen? Das Mädchen ist 15 Jahre alt, also bitte. Und? Oh, das müsste der Vater sein. Hier, guck dir das mal an. Mila, Schatz, was ist passiert? Bist du okay? Ja. Mein Name ist Ried, ich bin von der Kripo. Haben Sie mittlerweile was von Ihrer Frau gehört? Nein. Wissen Sie schon was Neues? Ihre Frau ist die Treppe runtergefallen und... Es tut mir wirklich leid, ich wollte das nicht. Was wolltest du nicht? Ja, wir haben uns gestritten, ich habe sie geschubst, aber ich dachte nicht, dass was passiert. Mila, was ist passiert? Warum habt ihr euch wieder gestritten? Es ist dir doch eh egal, du bist nie da. Mir ist das nicht egal. Mila, du bist mir nicht egal. Und ich glaube dir, dass du das nicht wolltest. Mama ist bestimmt beim Arzt. Es wird alles gut, okay? Mila,
Gehst du mal kurz rein zu meinem Kollegen? Herr Schmidt, ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Wir gehen davon aus, dass Ihre Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Wir haben in Ihrer Küche viel Blut gefunden und ein Messer fehlt. Außerdem hat jemand das Blut weggewischt. Wollen Sie damit sagen, dass Mila Sarah erstochen hat? Nein. Das ist doch Unsinn. Nein, das will ich auch überhaupt nicht damit sagen. Wo waren Sie denn? Ich in Hamburg, auf einer Dienstreise. Von gestern bis heute. Wieso? Reine Routine. In welchem Hotel waren Sie denn? Im Best Holiday. Hallo, Herr Schmidt. Hallo, Frau Mehring. Warten Sie kurz. Haben Sie heute schon meine Frau gesehen? Ja, wieso? Wann war das? So gegen 1:30. Ich habe gerade den Müll rausgebracht. Was hat sie denn gemacht? Ist sie denn weggefahren? Naja, sie hat sich mit ihrer Tochter und deren Freund gestritten und danach hat sie den Jungen einfach vor die Tür gesetzt. Ist Ihnen danach noch was aufgefallen? Haben Sie zum Beispiel Schreie gehört oder so? Ja, ist denn was passiert? Ja, Frau Schmidt wird vermisst. Sagen Sie, ist der Freund der Tochter noch mal zurückgekommen oder hatte Frau Schmidt noch Besuch? Nein, soweit ich gesehen habe, stand ein weißer BMW-Kombi vor der Einfahrt. Ich kann mich erinnern, weil ich 2:15 zum Arzt gegangen bin. Aber danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Okay. Danke. Das könnte das Auto von Bernd von der Eigen gewesen sein. Das ist der Geschäftspartner von meiner Ehefrau. Die beiden haben zusammen eine Vermögensberatung.